Also das ist für mich wild, so dass solche Sachen, dass das gefaktencheckt wird. Was Menschen zum Wohle ihrer sozialen Gemeinschaft über 5000 Jahre hervorgebracht haben, das ist ein richtiges Fund. Was ist das Antidot gegen Angst? Also was kann man als normaler Mensch machen? Einfach die Nachrichten ausschalten oder was ist der Weg? Kann es doch nicht gewesen sein. Unsere Weltmedizin, die Schatzkiste der Weltmedizin, hält doch viel mehr noch bereit dessen, was Menschen über 5000 Jahre hervorgebracht haben. Und so bin ich dann auf Reisen gegangen, habe in über 40 Ländern Schamanen, Medizinmänner über die Schulter geschaut. Das sind dann 18 Bücher draus geworden und. Aber letztendlich habe ich gesehen, das, was Menschen zum Wohle ihrer sozialen Gemeinschaft über 5000 Jahre hervorgebracht haben, das ist ein richtiges Fund. Und dieses Fund können wir heute einsetzen. Das ist die eigentliche Medizin. Die Schulmedizin ist eigentlich die Alternative dazu. 100%. Und in dem Sinne wirke ich am Steinhuder Meer als Arzt für Ganzheitsmedizin und versuche Lösungen zu finden mit dem Besten aus Ost und West. Sehr cool. Kennst du den Flexner Report? Wahrscheinlich schon, ne? Das ist so ein Dokument gewesen, wurde irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts, also 1905 oder 1920 oder so, wurde das in den USA publiziert. Und die Rockefeller-Geschichte war das. Ne? Ja, genau. Der Ursprung zwischen, da wurde plötzlich aus der Alternativmedizin, wurde die Schulmedizin und aus der Schulmedizin die Alternativmedizin, und das hat irgendwie alles auf den Kopf gestellt, diese Geschichte. So begründe ich mir das zumindest historisch. Aber genau, das ist im Prinzip der Teil 1, und der Teil 2 entsteht jetzt eben auch wieder von Rockefeller, tatsächlich dominiert. Ich dachte, Rockefeller, das ist so ein Begriff, der immer noch verwendet wird, um das Unbenennbare irgendwie zu beschreiben. Aber es ist tatsächlich so, dass diese Verbindungen immer noch in die WHO reichen und jetzt zu einem Reset führen, sodass die WHO tatsächlich zu einem Instrument der Pharmazie geworden ist. Und das können wir inzwischen auch sehr genau belegen, kann man auch nachlesen. Und das ist ziemlich unglaublich, was da gerade in den letzten Tagen so rausgekommen ist. Komplett. Lass uns da gleich drüber sprechen. Was ist deine Prognose? Also glaubst du an The Great Reset 2030? Glaubst du, dass es irgendwie zeitlich befristet? Glaubst du, das passiert bald? Oder was ist so nach deiner Meinung, das, was jetzt uns erwartet in den nächsten 3 bis 5 Jahren? Wo geht's hin, die Reise? Ja, ich will ein Beispiel nennen. Wir haben traditionelle chinesische Medizin. Ich bin da ausgebildet über 10 Jahre, auch in der tibetischen Medizin. Und da gibt es so 10, 12 Standardrezepturen, alte klassische TCM-Rezepturen, die ich jetzt seit über 40 Jahren auch aufschreibe. Rezepturen, die eine Tradition haben, teilweise von 800, 900 Jahren, die alle 100 Jahre mal von chinesischen Ärzten wieder auf den Prüfstand gestellt worden sind. Und du wirst es nicht glauben, seit einem halben Jahr werden diese Rezepturen Stück für Stück von europäischen Behörden auseinandergenommen und einzelne Bestandteile dieser Rezepturen, die seit 800 Jahren wirken, nimmt man raus und sagt, die könnten potenziell giftig sein, aus schadenscheinlichen Gründen. Was erlauben die sich? Darf ich alte TCM-Rezepturen, die immer ihren Dienst geleistet haben, denn ich verschreibe meinem Patienten nur das, was hilft, wo ich sehe, dem geht es 4, 6 Wochen später auch wirklich deutlich besser durch diesen probiotischen, unterstützenden Einsatz von Hochdosis Naturmedizin. Und dann kommt bei raus, jetzt darf ich die nicht mehr aufschreiben. Und das Schlimmste ist, der Produzent, der diese Kräuter einführt, darf sie nicht mehr einführen. Was sind das denn zum Beispiel ganz konkret gefragt? Über was für Naturheilmittel oder Kräuter kann man da? Na, zuletzt haben wir noch über die Traubensilberkerze, ne, die ja ein altes deutsches Heilmittel ist. Selbst die soll jetzt verboten werden, weil eine bestimmte Überdosierung, nicht, man kann ja auch, wenn man zu viel Wasser trinkt, kann man ja auch dran sterben. Aber hier werden jetzt einzelne Naturprodukte, Pflanzen werden rausgenommen und werden plötzlich verboten. Und das zeigt, es ist hier eine langfristige Agenda. Wir haben es in der Homöopathie jetzt gesehen, dass das verboten worden ist. Jetzt geht es weiter an die Heilpflanzen ran. Und das ist wirklich dramatisch, zumal ich ja als Naturheilarzt
jetzt bei Rheuma, bei Autoimmunerkrankungen ja auch Infusionen gebe mit Kurkuma, mit Weihrauch, mit OPC, Resveratrol, mit Extrakten aus Olivenblättern. Da können wir Entzündungsprozesse, Autoimmunprozesse ganz erheblich reduzieren. Wir messen das natürlich alles über Laborwerte, über Entzündungswerte, die dann Woche für Woche runtergehen. Da haben wir über 11.000 Studien, die die Wirksamkeit von Kurkuma belegen, genauso wie es 100.000 von Studien gibt, die die Wirksamkeit von Akupunktur natürlich auch belegen inzwischen. Und dass all das von der Pharmazie-dominierten Gesundheitslobby jetzt einfach vom Tisch gewirbelt wird und sagt, nein, nur das, worauf es ein Patent gibt, das, woran jemand verdienen kann, in ganz großem Stil, nur das lassen wir weltweit zu. Das ist eine Entwicklung, um auf deine Frage zu antworten, die schreitet immer schneller voran und das geht mit jedem Jahr einen großen Schritt weiter. Und wenn es der WHO gelingt, jetzt hier dieses maximale Monopol zu sichern, dann sieht es nicht gut für uns aus, weil dann auch unsere Grundrechte eingeschränkt werden. Man spricht heute von einer Militarisierung des Gesundheitssystems, wo also dann Verbote ausgesprochen werden und Grundrechte völlig egal sind. Sehr, sehr verrückt. Ich habe tatsächlich eine ähnliche Beobachtung, ein konkretes Beispiel zu nennen. Wir haben letztens auf den sozialen Medien Beiträge gemacht zum Thema Erden, also wirklich in der Natur stehen, barfuß stehen und eben diese Thematik. Auch dazu gibt es tatsächlich klassisch westliche wissenschaftliche Studien dazu, die irgendwie zeigen, okay, Immunsystem stimulierend und so weiter. Und diese Beiträge wurden dann von den öffentlich-rechtlichen Faktencheckern als Fake News eingestellt. Und die haben einem dann gesagt, nein, das gibt es nicht, das ist falsch, man kann nicht erden, Erden funktioniert nicht, das sollte man nicht tun, da gibt es keine Belege zu, haben das dann ins Lächerliche gezogen und haben das dann tatsächlich auch veröffentlicht im Netz. Und so wird dann, so erlebe ich das auch in der Jugend, ne? Weil ich meine, die Jugend holt sich ihre Informationen, 70% der Jugendlichen holen ihre Infos nicht mehr über Google, sondern die gehen bei TikTok rein und schreiben irgendwie ihr Problem rein. Und dann kommen halt diese Beiträge, wo dann steht, ja, Erden ist, das funktioniert nicht, Natur ist nicht gesund, Terpene gibt es nicht. Also das ist für mich wild, sodass solche Sachen, dass das gefaktencheckt wird und dass da interveniert wird von der Politik. Und dann schaust du dir an, so, was ist in unserem Trinkwasser drin, was sind für Nebenwirkungen drin, Titandioxid ist in jedem Medikament drin, so. Du schaust dir diese Gesamtheit an Toxinen drin, die überall okay sind. Und gegen sowas wird vorgegangen. Ich find's wirklich pervers. Also manchmal denke ich mir, das ist ein Witz. Also das, manchmal kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das ernst ist, so. Wir als Ärzte sind, als ganzheitlich denkende Ärzte sind da natürlich auch schockiert, dass alles Ungesunde erlaubt ist, ne, bis hin zu 5G und ne, was wir alles haben. Glyphosat kann ja jeder sehen, wie dramatisch giftig das ist. Und trotzdem hat es die EU von der Leyen wieder durchgewunken. Das ist schon unglaublich, dass alles Ungesunde, krankheitsfördernde, lebensverkürzende ist erlaubt. Und Dinge, die wir eigentlich brauchen, Naturmedizin, Hochdosis Naturmedizin, Vitamin D, Omega 3, Lithium, wenn ich jetzt an das große neue Thema denke, all die Sachen sind ganz schwer zu bekommen, fast verboten, einfach so sich zu besorgen. Das ist schon ein starkes Stück. Aber die große Dramatik liegt wirklich daran, dass wir die Dinge nicht benennen dürfen und dass es im öffentlichen, rechtlichen dieses Thema Faktencheck gibt, wo von der Regierung mit 1 Milliarde jetzt die Presse unterstützt wird, die dieses sogenannte Faktenchecking macht. Das heißt, egal was die Wissenschaft an anderen Ergebnissen bringt, wenn es nicht regierungskonform ist oder pharmaziekonform ist, dann gilt es als Rechtsaußen, als Verschwörung. Und das ist das eigentlich Unglaubliche, dass die These und Antithese, wie Wissenschaft funktioniert, jetzt die Antithese nicht mehr zulässt. Das ist schon wirklich unglaublich. Deswegen muss man vermuten, da ist System dahinter. Auf jeden Fall. Deswegen heißt es auch System, was du gerade genannt hast mit dem Rechtsaußen. Das finde ich echt einen super kritischen Punkt, weil sobald man eine Meinung hat, die nicht systemkonform ist, dann wird das direkt als Framing genutzt, einfach um einen komplett zu diskreditieren. Du wirst sofort als Rechtsaußen antisemitisch, das sind sofort die Schlagworte, die genutzt werden und dann weiß jeder Bürger, diese Person ist gefährlich, halt dich fern von ihm. Das wird immer komplett gemingelt. So. Das ist immer, als ob das ein großes Gebiet wäre. So. Selbst wenn man darüber gar nicht berichtet. Also ich hab darüber in meinen öffentlichen Medien habe ich noch kein Wort verlangt. Es ist für mich meine eigene Meinung so. Ob ich links bin, ja. Grün bin, das ist mein Ding. Ich habe es nie gesagt, aber trotzdem werde ich jeden Tag beleidigt, wird gesagt, boah, du braune Scheiße. Immer solche Worte würden an den Kopf geworfen. So. Das ist irgendwie, die haben es geschafft, dass das in der Bevölkerung richtig vermingelt wird.
Also alles, was rechts von linksextremistisch, linksgrün ideologisch ist, ist schon rechts außen. Und das kann doch nicht sein. Das stimmt doch jetzt irgendwas nicht. Und das, was Michael Nehls sagt zur Neuroinflammation, das kann ich also bestätigen. Das sehe ich in meiner Praxis tagtäglich, wie also Emotionen wie Angst geschürt wird, um bestimmte Entzündungen im Hippocampus anzuregen. Das wiederum sorgt dafür, dass die Neuproduktion von sogenannten Indexneuronen nicht mehr richtig funktioniert, wenn man es ganz einfach ausdrückt, und der Mensch dann eben Frieden, Neugierde, bestimmte Worte gar nicht mehr denken kann und in einem System gefangen ist, wo er Sicherheit im Gewohnten sucht. Das heißt, er ist immer mehr ausgerichtet auf das, was er bisher gedacht hat, erfahren hat, und das immer mehr vom Selben ihm mehr Sicherheit gibt, als nochmal einen neuen Gedanken zuzulassen. Das heißt, die Tasse ist voll, wird zugemacht und es passt nichts Neues mehr rein, wenn sich diese Indexneuronen nicht neu bilden können. Und Angst, man sagte ja früher immer, Angst macht dumm. Jetzt wissen wir, das liegt im Hippocampus daran, dass eben diese Neubildung der Indexneuronen nicht mehr funktioniert und daher ein neuer Friedens- oder sicherheitsstiftender Gedanke nicht mehr gedacht werden kann. Richtig, das habe ich, also finde ich eine super spannende Perspektive. Also mir war nicht bewusst vorher, dass Angst auch neurophysiologisch wirklich eine direkte Auswirkung hat, dass das Entzündungen verursacht. Da gibt es tatsächlich auch schon Studien zu, die das belegen. Ja, und zwar sehr, sehr gute Studien. Gibt eine schöne Grafik auch, der Teufelskreis der Neuroinflammation, so wird das genannt. Da sieht man genau durch Angst, welche speziellen Co-Enzyme blockiert werden, sodass dadurch die Indexneuronen nicht mehr neu gebildet werden können. Und da ja unser vegetatives Nervensystem immer nach Schutz und Sicherheit sucht und das über alles stellt, das ist wiederum auch der Grund, weshalb dann auch Ärzte 10-mal so viel Untersuchungen auslösen, aus meiner Sicht, wie eigentlich nötig ist, und dann 10-mal so viel Chemie verschreiben, wie eigentlich notwendig wäre, aus Angst heraus nicht das Maximale getan zu haben. Und das Gleiche ist mit dem Politiker. Ihm ist auch besonders wichtig erstmal, dass er seinen Status nicht verliert. Er hat Angst vor der sozialen Fallhöhe. Er hat panische Angst, von der Presse zerrissen zu werden, weil sein Leben dann sofort bergab geht. Deswegen fühlt er sich am sichersten, wenn er im Mainstream seiner Kollegen bloß nicht aus der Reihe fällt. Und das haben wir an der Pandemie gesehen, was mit Politikern passiert ist, die nur mal für einen kurzen Moment kritisch gedacht haben. Die haben ja von der Presse gleich so eine Watsche gekriegt, dass die sich beim nächsten Mal sehr genau überlegt haben, ob sie den Mund nochmal aufmachen. Und aus meiner Sicht ist das große Problem natürlich die Presse, die öffentlich-rechtliche Presse, die einen Verstärker darstellt, einen Angstverstärker. Und dass wir damals es Pandemie der Angst nannten, ist wirklich der richtige Begriff. Dieses Angstfeld, was da geschürt wurde, sich aus sich selbst heraus immer weiter aufgebläht hat, das ist etwas, was unser aller Leben einschränkt und auch unser Leben deutlich verkürzt. Aber das ist auch ein großes Problem, weil sowohl die Leute, nennen wir sie mal, die aufgewacht sind und die das verstehen, dass da irgendwie was falsch läuft, aber auch die Leute, die es nicht verstehen und die was glauben, am Ende hat das System ja gewonnen, weil alle leben in ihrer Angst. Die einen haben Angst vor der Verschwörung, die anderen haben Angst vor eben dem, was da ist. Das heißt, am Ende ist es ja ein Win-Win. Was ist das Antidot gegen Angst? Also was kann man als normaler Mensch machen? Einfach die Nachrichten ausschalten oder was ist der Weg? Du wirst es nicht glauben. Genau das, was du eben gesagt hast. Für mich ist das Stichwort Erdung. Ah. Und Erdung ist ja etwas, was wir aus der tibetischen Medizin kennen, aus der ayurvedischen Medizin, aber vor allem natürlich aus der chinesischen Medizin. Da haben die sich 5000 Jahre mit dem Begriff Erdung, Erdelement, auseinandergesetzt. Umso mehr ein Mensch geerdet ist, mit beiden Füßen fest und souverän auf dem Boden steht, guten Kontakt zur Erde hat, das nochmal verstärkt, indem er Nahrungsmittel aus der Erde zu sich nimmt, vielleicht auch Wurzelextrakt noch zusätzlich, täglich meditiert, zur Ruhe kommt. Umso mehr er geerdet ist, das lernen wir im ersten Semester, wenn wir chinesische Medizin studieren, umso mehr er geerdet ist, umso sicherer fühlt sich das vegetative Nervensystem. Und in dieser Sicherheit kann der Unruhegeist runterfahren und kann sich langsam mehr und mehr fokussieren.
Und in dem Moment, wo der Geist runterfährt, also erst Erdung, der Geist kann sich beruhigen und jetzt öffnet sich die sogenannte Herzkohärenz, wie Gerhard Hüther das immer wieder sagt. Das heißt, Herzensweisheit, altes erfahrenes Herzenswissen färbt jetzt unsere Wahrnehmung und fördert dann auch Entscheidungen, die mehr zum Wohle aller ausgerichtet sind, die einen eher in eine Perspektive kommen lassen, die weiter und freier ist. Und der Vagusnerv ist dabei ein Nervensystem, lernen wir auch im ersten Semester in der Schule, also in der Universität. Nicht? Der Vagus ist ein Nervensystem, das sich in der letzten Entwicklungsgeschichte der Menschheit herausgebildet hat als ein Teil des vegetativen Nervensystems. Er ist unser Sozialnerv und er hilft uns in besonderer Weise, Lösungen zu finden in der Kommunikation. Das heißt, menschliche Entwicklung geht nur weiter, wenn Transparenz und Kommunikation stattfindet. Dann kann Evolution sich weiter ausbreiten. Alles, was zur Intransparenz führt, zur Manipulation, haben wir bei den RKI-Files gesehen. Die eigentlichen Verschwörer saßen im RKI. Das ist jetzt schriftlich für jedermann sichtbar. Die Öffentlich-Rechtlichen, die sich damals schuldig gemacht haben, vor allem an den Kindern, die versuchen, das Thema weiter unterm Tisch zu halten und reden nicht drüber, aber jeder DDR-KI, falls zumindest in der Zusammenfassung gesehen, gehört, gelesen hat, der weiß, dass das RKI ganz anders argumentiert hat als in den Pressekonferenzen, wo der Minister daneben saß, der weisungsbefugt war. Und da ist viel schiefgegangen und die Kollateralschäden gerade bei den Kindern, unglaubliches Ausmaß. Da habe ich auch persönlich Geschichten erlebt, die mich wirklich geprägt haben. Also meine Frau war in der Zeit auch schwanger. Und wir waren dann ganz normal halt bei unserem Voruntersuchungstermin und die Ärztin hat uns dann wirklich so aggressiv angeschrien, das habe ich im Leben noch nicht erlebt, dass wir ihre Familie umbringen würden, dass meine Frau jetzt unmittelbar am besten noch morgen einen Termin macht zur Impfung, sonst was. Das wurde uns damals an den Kopf geworfen. Meine Frau war komplett in Tränen danach, ne? Also das war fürs Kind bestimmt kein positives Erlebnis. Und so etwas zu erleben am eigenen Leib, das hat einen schon nachhaltig gemacht. Was du gerade gesagt hast mit dem Erden, finde ich spannend, weil ich glaube, das ist sowohl für einerseits natürlich auch die körperliche Erdung, glaube ich, also Berührung mit Natur, aber auch generell geerdet im Leben stehen. Ne? Also wenn man irgendwie, ich weiß es nicht, eine Familie hat, irgendwie Verantwortung hat, Pflichten hat, meinetwegen sogar noch Kinder hat. Ich glaube, umso, das nennt man ja auch im übertragenen Sinne geerdet sein, so wenn man das normale Leben hat. Aber das wird ja auch komplett erodiert. Ne? Also Familienleben, Kinder haben, Geschlechterrollen, diese ganzen Sicherheiten, die man eigentlich hat als Mensch, werden einem ja auch komplett weggenommen einfach. Ja, super spannend. Ich hatte mir vorhin das Thema mit den Faktencheckern, um da nochmal den Bogen zu schließen, weil wir hatten ja Anfang gesagt, wir wollen kurz über Mpox reden und was da gerade am Machen ist. Und tatsächlich, ich bin ja sehr in der ganzen Social-Media-Welt unterwegs, Instagram und so weiter. Und was mir aufgefallen ist, sehr, sehr viele meiner Freunde, die auch kritisch sind, haben Beiträge gemacht in den letzten Tagen zu Mpox, also zu Berichten von manche Ärzte, die eben sagen, es sei eben einfach nur ähnlich zu Herpes, manche Leute, die eben alte Studien rausgraben und eben wirklich das einfach versuchen, wissenschaftlich anzugehen. Und alle diese Beiträge, wirklich durch die Bank weg, wurden alle sofort klassifiziert als Fehlinformationen. Also bei allen steht innerhalb von einem Tag, stand dann dran, alles Fehlinformation, alles falsch. Also die versuchen da jetzt schon einen massiven Zensurriegel draufzusetzen über dieses Thema. Also wer da aufklärt, scheint gerade im System nicht in Ordnung zu sein. Was ist deine Meinung, kurz zusammengefasst, zu Mpox? Was ist da los? Ist das real? Ist da irgendwas am Kommen? Also real im Sinne von, versucht das System da was zu machen oder ist das nur eine kurze Sommerpause, einfach um die Leute ein bisschen bei Angst oder Laune zu halten? Naja, man muss dazu das System WHO einfach verstehen. Es kam gerade jetzt durch eine Whistleblowerin, eine Dr. Silvia Behrendt, die lange Zeit für die WHO gearbeitet hat, die sie rechtlich beraten hat, die über weltweite Gesundheitsvorschriften promoviert hat. Sie hat sozusagen als Whistleblowerin, oder sie wurde im offiziellen Interview, hat sie die Struktur der WHO erklärt. Und diese Struktur sieht so aus, während es vor vielen Jahren noch eine wirkliche WHO gab, in dem Sinne, wie jeder das sich vorstellt. Das heißt, die Staaten weltweit, 196 Staaten, haben gemeinsam über die UNO diese Institution finanziert und sie hatte das Ziel, das Maximum an Gesundheit für die Weltbevölkerung immer wieder zu erforschen und dafür zu sorgen, dass Dinge schnell in die Sichtbarkeit kommen und effektiv was gegen gemacht werden kann.
Das wurde aber vor etwa 15 Jahren fing das Ganze an, umgebaut zu werden, weil die Mitgliedstaaten ihre Beiträge einfach nicht bezahlt haben. Das fing ganz banal an und plötzlich entstanden Riesenlöcher, Riesenfinanzierungslöcher in der WHO. Und dann hat man die Entscheidung getroffen, einfach auch private Investoren, Sponsoren zuzulassen. Das war, glaube ich, 2008, 2009, wo das so seinen Höhepunkt erreichte. Und dann ist da sofort Rockefeller, Melinda Gates Stiftung, das kann man alles nachlesen, wer die Sponsoren sind. Und plötzlich hat sich das rumgedreht. Während 80% vorher die Staaten finanziert haben, finanzieren die Staaten jetzt nur zu 20%. Aber die großen Foundations und die Pharma direkt, also Pfizer und wie sie alle heißen, kann man alles nachlesen auf der WHO-Seite, wer da die Sponsoren sind. Sie finanzieren jetzt die Weltgesundheitsorganisation. Das heißt, nach außen hat sie den guten Ruf, aber wenn man reinguckt, gibt es eben diese Sponsorenverträge. Und da wird in der Tiefe, auch da gibt es ein Bild zu, habe ich in einem anderen Video, können wir uns auch gemeinsam dann nochmal angucken, veröffentlicht. Der Michael Nils hat hier einen großen Beitrag geleistet. Da sieht man, dass der Investor eine Rendite von 3.500% versprochen bekommt über 10 Jahre. Das heißt, jeder Euro, den eine Pharmazie reinsteckt, wird hier versprochen 3.500 Euro %, also das 35-fache an Return of Investment innerhalb von 10 Jahren, weil diese Sponsorenverträge dann eben genau festlegen, wenn dort eine Pandemie in der oder der Form auftritt, dann sind es eure Medikamente, die wir dann an erster Stelle empfehlen. Nicht? Das heißt, hier ist eine Situation geschaffen worden, eine Behörde, die außerhalb jeglicher Kontrolle agiert. Das heißt, es gibt keine Kontrollinstanz mehr. Es gibt zwar ein Sekretariat, das wurde aber auch so umgebaut, dass es die eigenen Leute sind. Und wenn man sich nur die Physiognomie der Leute anguckt, die da an erster Stelle stehen und sie reden hört, dann läuft einem sofort ein eiskalter Schauer über den Rücken. Braucht man nur als normal fühlender Mensch, merkt man schon, oh wow, wo gucke ich denn hier rein? Was ist denn das für ein Laden? Da ist ja die FIFA gar nichts gegen. Und das ist sehr, sehr spannend. Unter dem Aspekt muss man das sehen. Und dahinter steckt natürlich eine alte Geschichte, die bis 1850 zurückgeht. Man hat internationale Gesundheitsvorschriften ins Leben gerufen. Die Frau Dr. Behrendt hat darüber promoviert in St. Gallen, einer der besten Universitäten der Welt. Sie hat dann eine Expertise erlangt, die sie als eine der herausragenden Beraterinnen der WHO, juristischen Beraterinnen, hat werden lassen. Und sie erzählt jetzt genau, wie diese Struktur funktioniert, weil sie erkannt hat, und sie ist da ausgestiegen vor kurzem, weil sie erkannt hat, dass der Schaden für die Weltgemeinschaft so immens ist, dass sie sogar eine Non-Profit, eine NGO gegründet hat für juristische Kontrolle solcher unabhängigen Institutionen. Und sie versucht da jetzt aufzuklären, denn wenn so eine neue Pandemie ausgerufen wird, dann kann der Generalsekretär, der Dr. Dietrox, der kann dann alleine entscheiden, welche Impfstoffe eingesetzt werden, welche Testverfahren eingesetzt werden müssen und wie das Zertifikat auszusehen hat, das dann dem Bürger noch erlaubt, bestimmte Grundrechte weiter ausüben zu können und welche er nicht mehr ausüben darf, wenn er das Zertifikat nicht hat. Das heißt, das, was wir als Pandemie im Großen trainiert haben vor einigen Jahren, da werden jetzt weitere Dinge folgen. Und wenn man sich diesen Pandemievertrag anschaut, der Gott sei Dank am 30. Juni abgelehnt worden ist in der ersten Runde, aber sie werden jetzt nachlegen im nächsten Jahr, denn da hieß es eindeutig, wir müssen Probepandemien machen jedes Jahr. Und wir müssen auch vorhalten schon die Impfstoffe, auch wenn gar keine Pandemie kommt. Das würde jetzt heißen, dass wir jetzt schon für ein Drittel der Bevölkerung Corona-Impfstoffe bestellen müssen, wenn die WHO diese Weisungsbefugnis jetzt umsetzen kann, weil die Länder es unterschrieben haben. Und plötzlich müssten wir 5%, so hat man ausgerechnet, unseres gesamten Gesundheitsbudgets in die Vorbeugung stecken. Aber nicht in die Vorbeugung mit Vitamin D, mit Kneippanwendung, mit gesunder Ernährung, sondern in die Vorbeugung mit vorbeugenden Impfstoffen.
Nicht? Das heißt, Zeit, um in die ganzen Druckmaschinen zu investieren. Ja, das heißt, eine Gelddruckmaschine für die Pharmazie ist jetzt die WHO geworden, die offiziell, man kann es wirklich auf der Internetseite nachlesen von der WHO, mit 3.500% Rendite, Sponsorengelder einwirbt. Und unter dem Aspekt muss man sehen, wie sie jetzt die Dinge austastet. Wir sollten den Namen gar nicht groß nennen, ob das jetzt X oder Y heißt. Wir wissen aber jetzt ganz genau, und das haben die großen Virologen auch schon immer gesagt, es ist das Milieu, es ist nicht die Gefährlichkeit des Erregers, der über eine Krankheit entscheidet, sondern es ist das Milieu desjenigen, der diesen Erreger abbekommt. Ist der gut aufgestellt oder ist er nicht gut aufgestellt? Hat er schon Silent Inflammation Prozesse? Ist da schon ein Entzündungsfeuer im Innern am Kochen, wo jetzt die Impfung wie ein Glas Benzin ins Feuer zu einem riesigen Zytokinsturm führt? Oder ist da gerade überhaupt kein Entzündungsfeuer? Dann mag auch diese Impfung gar nicht so schlimm sein, es sei denn, es ist eine Messenger-RNA-Impfung, die man ja auch nicht mehr als Impfung bezeichnen darf, sondern als Gentherapie bezeichnen muss. Das würde dann direkt auch eine Katastrophe auslösen. Auf jeden Fall. Finde ich einen spannenden Punkt auch, dass das Thema Terrain-Theorie versus Pasteur, dass man halt sagt, es ist nicht wirklich einfach nur Keim krank, sondern halt Keim trifft auf dich und dann entscheidet du, ob du krank wirst. Also praktisch dieser Zwischenschritt wird ja komplett bei der Pasteur-Theorie rausgenommen. Ne? Weil ist ja ganz einfach, wenn ich in den Kindergarten gehe und ich bin immun und ich bin gesund und da husten alle rum, dann werde ich nicht krank, auch wenn da der Keim halt um mich rum ist. Aber wenn ich halt extrem geschwächt bin, mein Immunsystem überhaupt nicht drauf reagiert, ich, wie du sagst, einen Vitamin-D-Status irgendwo unterirdisch habe, im unteren Grenzbereich, der ja immer noch von der DGE als in Ordnung angesehen wird, dann wirst du halt auch krank davon. Da bin ich 100% bei dir, finde ich auf jeden Fall spannend. Was würdest du machen, wenn eine Pandemie kommen würde? Also was wären deine, privat, persönlich, was wären deine Schritte? Würdest du in ein anderes Land gehen? Wenn ja, welches? Würdest du weiter kämpfen? Also was ist dein... Ja, ich kämpfe für eine neue Medizin der Hoffnung, nicht, die auf 5 großen Säulen beruht und die würde ich für mich natürlich dann nochmal intensiver noch umsetzen. Nicht, dass die erste Säule ist die Ernährung. Wir wissen, dass 80% unseres Ernährungslebens feindlich ist. Das passiert uns allen immer wieder. Wir wissen, dass nur 11% der Bevölkerung das Wissen um Ernährung auch wirklich in die Praxis umsetzt. Das heißt, ich bin auch gerade bei meiner Mutter und als Vegetarier und als vom Herzen bin ich sogar Veganer, in der Praxis Vegetarier. Nur wenn ich meine Mutter besuche, dann gibt es natürlich auch das eine oder andere Üble, wo ich dann erstmal 3-4 Tage eine Entgiftung machen muss, weil ich merke, mein Brain Fog nimmt jetzt hier zu durch Weißbrot und alle möglichen Sachen. Da muss ich mich dann wieder entgiften. Ich bin also kein Dogmatiker, sondern jemand, der mit dem Leben mitschwingt. Und der sich bewusst ist, wenn ich meinen Körper hier 2 Tage bei meiner Mutter überlaste mit sehr ungesunden Dingen, dann muss ich dafür eben auch gerade stehen und muss dann 3-4 Tage was zur Entgiftung tun. Also die erste Säule ist die Heilung unserer Nahrung. Darf ich ganz kurz, wir können gleich die Säule, ich bin neugierig, weil du gerade gesagt hast, auch Weißbrot entgiften, du verträgst es nicht gut, Brain Fog. Was sind so deine grundsätzlichen Empfehlungen, wenn ich jemand fragen würde, was sind die wichtigsten Sachen, die man beachten soll? Du hast es gemeint, du bist ein bisschen Vegetarier, Veganer. Wäre das die beste Lebensweise deiner Meinung nach? Oder wo siehst du die Ernährung? Weil man kriegt am Tag, es gibt ja unendlich viele Weisheiten und Leute, die wissen alles über Ernährung, aber jeder erzählt was anderes. Nee. Wo ordnest du dich da ein? Also wir brauchen ein Bewusstsein dafür, dass wir merken, was tut uns gut, was tut uns nicht gut. Schöne Antwort. Und wenn ich am Meer bin und dort frischen Fisch kriege, warum soll ich keinen frischen Fisch essen? Nicht? Und das ist doch ganz klar, wenn ich auf einer Alm wohne und da ist eine Kuh und ich kann die selbst melken und morgens da so ein kleines Gläschen Joghurt mir draus machen oder Kefir ansetzen, ja, warum soll ich das denn nicht machen? Nicht? Aber wir können es uns heute nicht mehr leisten, Milch zu trinken aus einem Fass, was gar keine Milch mehr ist. Es kommt von 1000 Kühen, die sind mit 1000 Antibiotika verseucht, das ist homogenisiert, pasteurisiert und so weiter. Milch ist einfach ein absolutes No-Go in dieser Form. Dann alles Fleisch, das von Tieren kommt, die von Menschen gefüttert werden. Wenn Menschen Tiere füttern, füttern sie immer mit Omega-6. Omega-6 heizt Entzündungsprozesse noch viel mehr an als manch eine Impfung, muss man auch hier in Relation alles setzen. Nicht? Oder Zigarettenrauch, das ist natürlich ein Mega-Booster für solche Neuroinflammationen, über die wir eben auch gesprochen haben.
Nicht? Also bestimmte Dinge sind No-Gos. Auch Sonnenblumenöl ist ein No-Go. Du hast gerade das Thema Omega-6 angesprochen. Bist du generell ein, das finde ich ein spannendes Thema, dieses ganze Ernährungsthema, ich gehe da auch ziemlich viel in die Tiefe rein, weil ich das einfach persönlich auch interessant finde. Glaubst du generell, dass Omega-6 schlecht ist? Also auch, weil es gibt einige Forscher, auch wenn du den Namen mal gehört hast, Dr. Ray Peet, an dem orientiere ich mich auch relativ viel. Und der hat schon in den 1970ern gesagt, so Sonnenblumenöl, lass die Finger davon. Aber generell alle ungesättigten Fettsäuren sind nicht gut. Also der vermeidet auch die meisten Nüsse tatsächlich. Und der war immer schon ein Freund von Kokosöl, Butter, Ghee und diese Art von Produkte, weil er halt meint, Omega-6, ihm ist auch bewusst, Verhältnis Omega-3 zu Omega-6 immer relevant, aber Omega-6-Fettsäuren sind eigentlich fast immer fördernde Inflammationsprozesse. Deswegen hat der versucht, die rauszukürzen. Was ist deine Meinung dazu? Hast du da einen Standpunkt? Ja, selbstverständlich. Also meine Praxis am Stein oder Meer ist so aufgehört, Praxis für Gesundheit. Das heißt, ich handle nicht antibiotisch, sondern probiotisch, auf das Leben zugerichtet. Und alles, was ich mache, überprüfe ich regelmäßig mit den modernsten Laborwerten. Das heißt, wir haben ganz bestimmte Parameter, die zeigen, wie stark das System entzündet ist, wie stark Autoimmunprozesse im System ablaufen. Und da sehen wir, dass alleine schon, nehmen wir jetzt einfach mal Paranüsse, Cashewnüsse, nehmen wir Sonnenblumenöl, also Dinge, die 300 mal so viel Omega-6 enthalten als Omega-3, dass das extreme Entzündungsbooster sind. Und umgekehrt, wenn wir Omega-3-Fettsäuren geben, den Spiegel auf 8 bis 11 anheben, dann sehen wir parallel dazu, wie die Entzündungswerte runtergehen. Also es ist im Prinzip für mich keine Frage mehr von Meinung, sondern ich sehe es einfach schwarz auf weiß, wie es ist. Und der Durchschnitt der Bevölkerung hat ein Verhältnis von 1 zu 15. Das heißt, der Durchschnittsdeutsche hat 15 mal so viel entzündungsfördernde Omega-6-Fettsäuren im Blut, als er eigentlich haben dürfte. Der Amerikaner hat 40 mal so viel. Das ist ja gar kein Vergleich für die anderen. Ich, ein Italiener, ein Franzose, hat 8 bis 10 mal so viel nur. Ein Koreaner hat 1 bis 2 mal so viel. Eskimo hat fast 1 zu 1. Und dementsprechend auch diese Krankheiten nicht in der Form. Entschuldigung, mach deinen Gedanken fertig. Das heißt, es geht nicht darum, ist Omega-6 gut oder nicht. Wir haben zu viel davon und müssen in jedem Fall verhindern, dass es noch mehr wird. Es muss weniger werden, das Omega-6. Was mir, finde ich, ich bin 100% bei dir. Ich habe letztens, bin ich lustigerweise auf einen Begriff gestoßen. Jeder kennt ja das French Paradox, also die Franzosen, die auch immer rauchen, Wein, leben lange, aber keiner kennt das Israeli-Paradox. Gibt es auch ein das Paradox von, gibt es auch Studien zu. Und das Israeli-Paradox ist praktisch, die Israelis sind das Volk, was am meisten Sonnenblumenöl und generell Omega-6 konsumiert und am wenigsten Butter. Also genau umgekehrt, wie es eigentlich der allgemeinen Mediziner, Ernährungsarzt, jeder empfehlen würde. Und die sind aber umgekehrt die Menschen mit den meisten Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mit den meisten Atherosklerose-Fällen, mit den meisten Entzündungen im Blut. Und das nennt die Wissenschaft das Israeli-Paradox, weil es halt irgendwie für den Normaldenkenden keinen Sinn macht, weil eigentlich ernähren die sich ja gut. Die essen pflanzliche Öle. Pflanzliche Öle haben, in den USA ist da ja immer noch dieser Heart-Healthy-Sticker drauf. Da steht ja wirklich auf jedem Sonnenblumenöl, siehst du so ein gesundes Herz, weil die American Heart Association denen eben den Sticker verkauft hat für 2 Millionen Euro im Jahr. Und du siehst, haben die sich schön dieses Ding gekauft. Finde ich super spannend, dieses Israeli-Paradox. Das ist, besteht ja eigentlich genau das, was du auch in deiner Praxis siehst. Und die Wissenschaft fragt sich, warum. Ja, die Antwort ist einfach, weil es Entzündungen halt verursacht, diese Omega-6-Fettsäuren, diese Massen. Genau, diese Silent Inflammation, wie wir sie nennen, das sind Autoimmunentzündungen, die explodieren. Das ist die eigentliche Pandemie des 21. Jahrhunderts. Das ist unser eigentliches Problem. Das ist die Pandemie. Diese extreme Zunahme der Autoimmunentzündung, die auch zu den neurodegenerativen Erkrankungen führt, die die Menschen, ich will jetzt nicht sagen, dumm werden lässt, sondern in ihrem Bewusstsein vernebelt, sodass sie leichter führbarer und verführbarer sind von den großen Verführern dieser Welt. Und dann wird da ein Schuh irgendwo draus, wenn man das so sieht. Wenn wir früher sagen mussten, das sind so viele Indizien, ja, wahrscheinlich ist es so, vielleicht auch nicht, vielleicht ist es auch Verschwörung. Heute sind die Indizien so klar, dass man es gar nicht mehr wegdiskutieren kann, weil anders kann man es nicht erklären. Super spannende Perspektive. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Du warst eigentlich gerade bei deinen 5 Säulen, was du machen würdest. Und du hast die erste Säule,
haben wir gerade über das Thema Ernährung gesprochen. Was ist die zweite Säule? Die zweite Säule ist Heilung der Stressregulation. Wir wissen, dass jede Form von Stress Entzündungsprozesse anheizt, Autoimmunprozesse anheizt. Und wir leben heute in einer extremen Stresssituation, weil der Mensch will perfekt sein um jeden Preis. Er will lieb und nett sein, er will dazugehören, er will Frieden haben. Das heißt, er hat einen unglaublichen Anpassungsdruck, nochmal durch soziale Medien und so ein bisschen verstärkt, ein unglaublicher Anpassungsdruck. Auf jeden Fall will er nicht aus der Gemeinschaft rauspurzeln. Und deswegen ist er unter einem chronischen Dauerstress. Und dieser Dauerstress heizt diese Immunprozesse an. Und dann ärgert man sich über sich selbst, dass man sich wieder falsch verhalten hat. Und wieder tut allein der Gedanke des Selbstzweifels, heizt schon wieder die nächste Stichflamme an. Deswegen Heilung des Immunsystems durch Stärkung des Vagusnervs, den Vagusnerv als Verbündeten gewinnen, weil der Vagusnerv, das ist das Nervensystem, was uns hilft, souveräner, eigenständiger, innerlich freier, gleichmütiger, gelassener zu werden. Und die Physiologie des Vagusnervs hilft uns auch, empathisch zu sein, auch Empathie für andere zu haben, auch visionär weitreichend zu denken. Wenn der Vagus aber eingeschränkt ist, weil das System ständig in Defensivmaßnahmen da draußen am Kämpfen ist, dann ist auch die Fähigkeit, über den Tellerrand hinaus zu denken, extrem eingeschränkt. Und wir nehmen uns und uns im Zusammenspiel mit unserer Umgebung gar nicht mehr richtig wahr. Und das darf so nicht sein. Da müssen wir dran arbeiten. Und da ist Meditation, Atmung, Nasenatmung super, super wichtig. Und das ist sozusagen die zweite Säule, die Heilung der Stressregulation oder der Stressintegration. Müssen wir ganz viel Augenmerk drauf legen. Ja, und die dritte, bitte. Ja, ich denke nur, weil ich finde es interessant, dass viele der Aspekte, die du sagst, die werden teilweise auch jetzt, die werden immer wieder populärer. Auf Social Media fällt man das auf, in manchen Begriffen, auch sowas wie Nasenatmung zum Beispiel. Das war eine Zeit lang sehr populär, aus einem ganz anderen Grund, einfach weil Leute wollten praktisch einen anderen Kiefer haben und praktisch der männliche aussieht, ja, aus dem ästhetischen Grund. Und man weiß ja, wenn man die ganze Zeit Mundatmung macht, dann fängt halt auch an, der Kiefer sich fehl zu regulieren. Es gibt ja auch schon die Zeichen, dass man deutlich früher stirbt tatsächlich, dass das auch mit Herz-Kreislauf und so weiter in Verbindung steht. Aber du bringst das nochmal in eine andere Perspektive, halt aus der Perspektive wirklich, dass das auch ein Teil Vagusnerv Stressregulation ist, finde ich super. Super spannend. Ja, das ist ein Punkt. Also der Vagus ist sozusagen der Dirigent dieses Orchesters der Selbstheilung. Und er wird durch Nasenatmung besonders stimuliert. Die Menschen sind Nasenatmer und wir dürfen eigentlich gar nicht durch den Mund atmen, weil ich habe die Pandemie ohne Maske verbracht, komplett, weil ich gesagt habe, die Nase ist viel besser, als jede Maske sein kann, weil durch den ersten Kontakt mit der Nasenschleimhaut werden bereits schon die T-Lymphozyten gebildet. Das heißt, unser Immunsystem springt sofort an und kümmert sich um die entsprechenden Abwehrmechanismen. Und so bin ich auch die 2 Jahre nicht krank geworden. Gleichzeitig haben wir die Befeuchtung, die Aufwärmung des Blutes. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Wir haben sogenannte Turbinaten in der Nase und die produzieren mit ihren Enzymen das sogenannte Stickstoffmonoxid. Und das wiederum sorgt dafür, dass die Hirndurchblutung angeregt wird. Das bringt Entzündungsprozesse runter. Das normalisiert den Blutdruck. Das stärkt die Atemfunktion und sorgt dafür, und jetzt kommt's, dass 20% mehr Sauerstoffmoleküle auf die roten Blutkörperchen aufgeladen werden können. All das passiert nicht, wenn wir durch den Mund atmen. Dann atmen wir jeden Virus, der kommt, direkt auf Lunge ein und wundern uns dann, dass hier unten was passiert. Super spannend. Noch ein weiterer Grund mehr, die Nasenatmung zu. Ja, also man kann über das Maustaping sprechen, nachts den Mund zuzukleben. Ganz großer Trend der Sportler aus Amerika. Empfehle ich auch allen Patienten, die schnarchen, die Schlafapnoe haben. Es ist ein Wunder, was die Natur hier hervorgebracht hat. Und ich habe ein halbes Jahr in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde gearbeitet. Ich weiß, was die Nase für ein Organ ist. Habe jetzt auch gerade ein neues Buch über die Nase geschrieben. Es ist unglaublich, was da unbekannt ist zur Nase. Super spannend. Die meisten Leute, mit denen ich in Kontakt bin, die erzählen mir auch ständig, die sind irgendwie immer verschleimt, alles ist voll, sie können gar nicht durch die Nase atmen. Also die meisten Leute sind gar nicht in der Lage, richtig Nasenatmung zu betreiben. Da hilft es auch nichts, wenn sie sich da irgendwie diesen Streifen draufkleben oder den Mund zu kleben. Die ist einfach immer chronisch komplett verstopft. So, das kommt wieder durch die verschleimende, lebensfeindliche Ernährung, die dazu beiträgt, dass die Menschen gar keine Lust mehr haben, durch die Nase zu atmen, weil es einfach anstrengend ist. Aber wenn wir genau diesen Punkt überwinden, dann stärken wir unser Zwergfell.
Und durch einen stärkeren Zwerchfellmuskel können wir noch mehr über die Nase atmen und haben Auswirkungen, die unser Leben, und das behaupte ich jetzt, wenn ich mal die ganzen Silent Inflammation Prozesse zusammennehme, die wir dadurch dämpfen, runterfahren können. Wir können 10 Jahre länger leben, wenn wir durch die Nase atmen. Steile These, finde ich sehr gut. Das, die dazugehören, auch umsetzen. Ja. Gib mir mal eine Sekunde, ich muss ganz kurz mein Ladekabel anschließen. Finde ich richtig spannend, dass Nasenatmung 10 Jahre, das habe ich tatsächlich irgendwo schon mal aufgeschnappt auch, dass das wirklich so einen massiven lebensverlängernden Einfluss hat. Und ich kann mir das auch vorstellen. Ich habe mal ein Instagram-Video gemacht und hatte 2,7 Millionen Klicks da drauf. Vielleicht liegt es da. Vielleicht kam das daher. Finde ich super, super spannende Perspektive auf jeden Fall. Aber daran denkt ja auch niemand und das sagt ja auch niemals ein Arzt. Also auch wenn du krank bist, wenn du sagst, du bist verschleimt, dann sagt er ja, dann warten Sie mal, geht schon weg, oder diagnostiziert ihr halt direkt eine chronische Bronchitis, wenn du nebenbei noch ein bisschen hustest, aber irgendwie eine, dass er dir sagt, ja, guck mal, vielleicht nicht so viel Gluten essen, nicht so viel Milch trinken und ein bisschen weniger rauchen, dann sind deine Entzündungen weg, dann geht auch dein Schleim weg und plötzlich kannst du durch die Nase atmen. Das hat ja alles so einen riesen Rattenschwanz, das ist schon echt verrückt. Aber da wird ja auch kein Arzt ausgebildet, oder? Das hat man ja nicht im Studium gelernt, dass Milch nicht zu empfehlen ist und dass Gluten vielleicht doch nicht so das Beste ist und dass man sich nicht jeden Tag irgendwie Glyphosat reinhauen sollte. Das sind ja nicht die Themen, über die, also ich habe das nicht im Medizinstudium gehabt, ne? Ich habe die Basis gelernt, Biochemie, Physiologie, Anatomie und so, das war irgendwie alles ganz cool, aber solche Zusammenhänge kriegt man ja gar nicht richtig mit, ne? Ja. Ja, und die dritte Säule ist dann also Heilung der Nahrung, Heilung der Stressintegration. Die dritte Säule ist jetzt, wir haben es schon ein bisschen angesprochen, die Heilung des Immunsystems. Und das findet größtenteils eben über Nase und über unseren Darm statt. Nicht? Unser Darmmikrobiom spielt hier eine ganz entscheidende Rolle. Und die Art und Weise, wie wir dieses Immunsystem stärken. Und du hattest eben schon den Begriff Erdung genannt. Da möchte ich nochmal daran erinnern, das sogenannte Waldbaden, das dir sicherlich auch sehr gut bekannt ist, das kommt aus dem Japanischen, nennt sich dort Shinrin, wird dort seit über 1000 Jahren praktiziert, weil man einfach Studien hat und die Japaner haben hier wirklich viele Studien. Also jeder Faktenchecker, der hier das Gegenteil behauptet, der hat überhaupt nicht richtig hingeguckt. Es gibt Studien über das Waldbaden, die sind unglaublich. Die Pilze im Wald, der hohe Sauerstoffgehalt, die Sauerstoffsättigung, die Kraft, die von den Bäumen ausgeht, das ist mit Laborwerten gut untersucht. Nicht umsonst gehen Leute gerne in Urlaub in den Wald oder das sind einfach Dinge, das ist einfach klar. Wir können das Immunsystem durch solche Dinge stärken, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir Kraft tanken, wo wir Sauerstoff tanken. Da gehört Sport dazu. Und das ist Kneipen natürlich, kalt duschen morgens. Nicht? Also das sind Dinge, die ich dann auch wieder nochmal verstärkter umsetzen würde. Mal gelingt es bei mir auch gut, das einzubauen, aber manchmal reicht die Zeit dann nicht oder dann regnet es. Dann gibt es gute Ausreden, gute Gründe, weshalb ich nicht jogge oder gerade mal nicht kalt dusche. Aber das sind Dinge, die ich als Arzt konsequent machen würde. Und dann die vierte Säule ist die Heilung unserer Selbstwahrnehmung. Ich kann mich jetzt als permanentes Opfer sehen, ich kann mich permanent im Mangelbewusstsein durch die Welt hindurch bewegen und kann aber auch auf den Wolken tanzen, unter denen die Pessimisten Trübsal blasen. Ich kann also an meiner, auch eine japanische Therapieform, Trauma-Integration, Depressionsbehandlung durch Dankbarkeit, nicht? Dankbarkeitsrituale, nicht? Allein sich bewusst zu machen, dass ich eine Hand habe mit 5 Fingern, die jeden Tag neu kraftvoll zupacken können, nicht? Also viele Dankbarkeitsrituale helfen, in ein Bewusstsein, in ein Füllebewusstsein, ein Glückspilzbewusstsein zu kommen. Was bin ich doch für ein Glückspilz, dass meine beiden Beine mich durch den Tag tragen, dass ich Hände habe, die zupacken können und dass die kleinen Dinge, die funktionieren, da kann ich meine ganze Aufmerksamkeit drauf richten. Ich kann aber auch von morgens bis abends jammern über das, was nicht funktioniert. Das ist meine Entscheidung. So wie ich morgens an den Kleiderschrank rangehe, so kann ich entscheiden, welches Kleid ich rausnehme. Und so kann ich morgens auch entscheiden, ob ich mich als dankbarer Mensch ins Füllebewusstsein hineinbegebe oder ob ich in das allgemeine Jammerlied mit einstimme. Meine Entscheidung. Richtig schönen Punkt. Unabhängig davon, ob man religiös oder christlich ist, aber der häufigste Satz in der Bibel ist, sei dankbar, dann hast du keine Angst. Also das ist praktisch das häufigste Mantra ist wirklich, umso dankbarer man ist, umso weniger Angst hat man auch. Ich glaube, Dankbarkeit ist einer der Schlüssel wirklich,
einerseits glücklich zu sein, aber auch gesund zu sein und eben nicht in diesem, du hast es vorhin als Neuroinflammation gecoint, den Begriff für das Ganze, was da stattfindet, aber Dankbarkeit ist auf jeden Fall einer der riesigsten Schlüssel. Es gibt jetzt auch einen neuen Begriff, der heißt Pronoia, nicht mehr Paranoia. Der wurde letztens, hat den jemand in Amerika entwickelt. Also praktisch das Gegenteil von Paranoia ist die Pronoia. Und das ist praktisch der Gedanke, dass man immer irgendwie denkt, das Leben überrascht einen positiv und mir ist schon wieder was Positives erfahren. Das ist praktisch genau das Gegenteil von Paranoia. Das finde ich auch irgendwie ein schönes Gedankenkonstrukt, so praktisch über die Welt nachzudenken, dass man einfach nur rausgeht und guckt, was passiert mir heute alles Schönes. Und ich bin mir sicher, dass wenn so mehr Menschen durch die Welt laufen würden, dann würden auch den Menschen mehr Sachen passieren, die positiv sind, 100%. Ja, es ist ja auch so mit dem Achtsamkeitstraining. Ne? Wenn ich achtsam in die Natur gucke, dann kann ich mich verzücken lassen von einer Blume, von einem grünen Blatt, über das gerade ein Regenropfen drüber rutscht. Also ich kann die Latte ganz, ganz hoch hängen, ich kann sie aber auch ganz niedrig hängen und mich schon an den kleinsten Kleinigkeiten erfreuen. Und umso mehr sich mein vegetatives Nervensystem sicher fühlt und geborgen fühlt, im Augenblick, in mir, also umso mehr ich in mir gefestigt bin und in mir diese Sicherheit finde, entwickelt sich hieraus diese Beruhigung des Geistes. Jetzt geht das Herz auf und mit dem offenen Herzen komme ich in Verbindung. Nicht nur mit meinen Mitmenschen, sondern auch mit etwas Größerem, was der Kopf gar nicht so benennen kann. Und in diesem Größeren finde ich jetzt noch mehr Schutz und Sicherheit, weil ich nämlich Vertrauen finde. Ne? Vertrauen so im Sinne von, das Schicksal macht keine Fehler. Alles ist richtig so, wie es ist. Ne? Ich kann mich verlassen auf meine Biologie, auf das, was in mir angelegt ist und vertraue darauf, dass die Dinge sich schon in der richtigen Weise finden und lösen werden. Das sind richtig wichtige Worte für die heutige Welt. Dieses Urvertrauen, das fehlt echt. Schön gesagt. Ja. Ja, und das letzte große Säule dieser neuen Medizin der Hoffnung, für die ich stehe, für die ich auch in Kürze ein Manifest vorbereite, wie das ins Gesundheitssystem einfließen kann. Die fünfte Säule ist jetzt die Säule dessen, was wir über die Blue Zones wissen, nicht, dass Menschen eben besonders alt werden, weil sie Selbstwirksamkeit spüren in der Gemeinschaft. Nicht? Das heißt, das Miteinander und Füreinander liefert Schutz und Sicherheit und beruhigt damit das vegetative Nervensystem, sodass sich der Vagusnerv auch als Selbstheilungsnerv permanent in die Bereiche hineinbewegt, wo Dinge im Ungleichgewicht sind und dort für Gleichgewicht sorgt. Nicht? Selbstwirksamkeit in der Gruppe zu spüren. Meine Großmutter hat mit 95 noch bei uns die Kartoffeln geschält. Das habe ich als kleiner Junge immer fasziniert beobachtet. Und eine Aufgabe zu haben im hohen Alter noch, und sei es nur Fegen im Garten oder Kartoffelschälen, was auch immer. Hauptsache, ich habe das Gefühl, ich bin sicher in meiner sozialen Gemeinschaft und habe hier eine kleine, aber für mich eben doch spürbare Aufgabe. Du hast bestimmt das Buch Ikigai gelesen oder kennst das Prinzip, oder? Mhm. Das fasst das, wenn ich richtig schön zusammen, ist auch eine gute Empfehlung. Ja. Relativ kurz kann man auch in einem Tag mal durchlesen und auf sich wirken lassen. Aber das beschreibt, finde ich, ganz gut, dass man praktisch wirklich irgendwie, das ist auch wieder Japaner, ne? Da haben wir auch schon ein paar Mal gehört, den Begriff, dass die einfach sagen, so, du musst einfach dein eines Ding finden, worin du einfach aufgehst, so, und daran immer weiter darin rumwuseln, egal ob das ist als Hausfrau Kartoffelschälen oder ob das ist, dass du eine Porzellanvasen fertigst oder ob du die Welt aufklären möchtest, egal was dein kleines Ding ist, was dir Spaß macht, aber das ist der Schlüssel.